So, und damit willkommen zurück zu R-Type Final 2. Ich wollte diesmal erstmal ins Museum schauen, beziehungsweise am Anfang haben wir ja nur die drei Flieger hier zur Auswahl. Den hatte ich mir dann im Museum geholt. Gehen wir mal rein. So, das wäre der neue gewesen, die Delta. Gucken wir mal, was hier. Okay. Den haben wir noch nicht frei. Gucken wir mal. Ist hier schon was drin? Benötigt. Das haben wir, glaube ich. Hm? So. Gucken wir mal. Okay, der hat so eine Schüssel obendrauf. Frühwarnsystem. Fungiert halt auf den Außenbasen bzw. Pluto. Ich schalte mal unten. Zwei Zyklen. Die Kanone. Registrieren wir mal. Nehmen wir auf die 5. Zurück. Mein Lieblingsflieger ist ja aktuell der Andromalius oder wie auch immer. Im Besitz haben wir genug, genug und auch genug. Das heißt, was das Nachfolgermodell ist. Hm? Krafttestmodell. Albatros. Sieht jetzt gar nicht so sehr danach aus. Zwei Zyklen. Stachelstrahl, Rundestrahl. Klingt interessant. Registrieren wir mal. Den probieren wir auf jeden Fall aus. Albatros. So. Gucken wir mal. Können wir uns den dahinter noch leisten? Coming soon. Der ist auch noch bezahlbar. Oh, der sieht ein bisschen kantiger aus. Eclipse. Schockwellenkanone, zwei Zyklen. Stachelstrahl, Schneckenstrahl. Nehmen wir auf die 7. Hier wird es dann wahrscheinlich zu teuer. Schon zu teuer. Mit den 91 kommen wir nicht weit. Hier reicht's aber. Gucken wir mal, was das für ein Dings ist. Grace Note. Vorschlag. Zwei Zyklen Doppellaser. Streueinschlaglaser, Schutzlaser. Machen wir beim Standardmodell weiter? Nein. Ja. Na gut, machen wir halt hier weiter. Heißleiter.
Das hat ja einfach eine krasse Kanone obendrauf. Drei Zyklen. Schutzlaser. Okay. Nehmen wir mal. Kriegen wir den nächsten auch noch? Der ist zu teuer. Auch zu teuer. Okay, also das war Eclipse, die Finsternis und Albatros. Zurück zum Hangar. Albatros und Eclipse wird mal gebastelt. Albatros. Anpassen. Karosseriefarbe. Kabinendach. So, Rakete. Nehmen wir die nach vorn. Bohrer. Den. So. Und was war es noch? Finsternis. Auch schön. Karosseriefarbe. Ich glaube, bei denen bleiben wir mal in der Richtung unterwegs. Ach nein, keine Aufkleber aufkleben. Ja, das dauert sonst zu lang. Komm, hier nehmen wir mal Homing Missiles und Bohrer. Was machen wir den? Und die haben krasse Kanonen obendrauf. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Albatros. Seite. Spiel starten. Wir spielen natürlich wieder Übung. Wir wollen ja weit kommen. Erster Start mit der Karre lassen wir. Ansonsten, wir könnten das auch hier skippen. Hallo. Antworte mit einem Salut. Stilles Nicken. Wir wissen Bescheid. So. Gut, in dieser Folge haben wir noch nicht viel gemacht. How are you feeling? Ich fühl mich super. Now you are about to go into the start sequence. Albatros. Also den Satelliten, den wir diesmal dabei haben, der sieht scheiße groß aus. Wir werden sehen. Good luck. Danke.
Der ist auch schön zielsuchend. Wow. Okay, damit schnippel ich ja alles klein. Wow. Wow, wow, wow. Okay, also der ist ja mal krank. Weggeschnetzelt. Okay, das ging schnell. So wollen wir das. Albatros ist krank. Beziehungsweise halt das. Selbstständig da rumeiert, ist mega. Wir fliegen hier einfach mit Dauerfeuer schön hinterher. Sein. Unsere Superwaffe ist auch voll aufgeladen.
hinten dran. Aber bei dem Boss ist das irgendwie am einfachsten. Dass das Ding jetzt nicht nach vorn schießt, ist irgendwie nach hinten schießt, ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Scheiße. Und da hat uns ein Arm erwischt. Das hätte nicht passieren dürfen. So, vielleicht klappt's mit der Waffe besser. Nicht die gelbe. Nicht die gelbe. Da kam wieder ein Arm. Okay, nicht so nah ran. Nicht ganz gekillt, scheiße. Jetzt müssten beide kommen. Ah, okay, also bei dem Laser fehlt irgendwie die Durchschlagskraft. Mist! Weiter. Komm, wir testen mal die Finsternis. Mein Gott.
Wir nehmen wieder das Ding mit. Okay, passt. Zurück. So, und da die Folge schon 20 Minuten ist, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.